Hallo Leute, was geht? Neue Woche, eine sehr, sehr taffe Woche. Wir spielen heute im Westfalenpokal gegen ASC Dortmund. Die sind Zweiter bei uns in der Liga. Und Sonntag kommt dann Sportfreunde Lotte, die sind Erster in der Liga. Das heißt, wir haben in einer Woche Spiel gegen Zweiten und gegen Ersten. Und heute Pokal wird auf jeden Fall tough. Wir haben in der Liga 2-1 gegen ASC verloren. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. War auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Also alles ist drin. Aber natürlich, wenn du die Tabelle anguckst, ist ASC heute Abend der ganz klare Favorit. Es ist mega schönes Wetter heute. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, jetzt einen Kaffee trinken zu gehen und noch ein bisschen zu chillen, bis ich dann später zum Spiel muss, zum Treffpunkt und so. Ja, so der Plan. So Freunde, wir sind zurück. Ich muss so in 20 Minuten los. Deswegen gibt es jetzt nochmal einen kleinen Teller Nudeln. Wirklich unspektakulär. Einfach hier mit ein bisschen Olivenöl. Und dann geht's gleich zum Treffpunkt. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Treffpunkt. Ich habe mir hier noch meinen Matchday Boost fertig gemacht. Heute Geschmacksrichtung Cherry Lollipop mit einer meiner Favorites. Und dann würde ich sagen, gleich geht's los. Über die tabellarische Situation habe ich ja schon gesprochen. Seitdem ASC und wir in der Liga gegeneinander gespielt haben, haben die auf jeden Fall den deutlich besseren Saisonverlauf erwischt. Man sagt ja mal, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Darauf vertrauen wir heute einfach mal. Sehen uns gleich am Platz. Wir spielen heute auf dem Kunstrasen, nicht wundern. Wir haben ja momentan die Baustelle im Stadion und die Stadt genehmigt uns irgendwie ab 19 Uhr nicht mehr da zu spielen. Und dadurch, dass das Spiel heute um 19 Uhr angepfiffen wird, ja, mega nervig. Müssen wir auf dem Kunstrasen spielen. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ob Stadion oder Trainingsgelände. Deswegen, ja, sehen wir uns gleich auf dem Kunstrasen aus der Kommentatorenkabine. Bis gleich. Ah! Da bin ich, wie angekündigt. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen. Das Spiel hat es echt in sich. Deswegen würde ich gar nicht viel schnacken. Wir starten direkt rein. Let's go. Wie angekündigt auf Kunstrasen laufen wir hier ein auf der rechten Seite. Und es waren echt einige Fans da. Coole Kulisse, Flutlichtspiel. Ihr kennt das wahrscheinlich. Der Trainer hat sich für folgende Aufstellung entschieden. Phil im Tor, dann Fünferkette. Nils, Freddy, Cerro, Blero, Eddie. Nico als Captain mit Mike auf 6. Davor Marco auf 10. Und ich und Ada sind vorne drin im Sturm. Das ist die Aufstellung. Wir starten rein. Erste Minute. ASC stößt hier an in den blauen Trikots. Schlagen direkt mal den Ball nach vorne. Der landet auch beim Stürmer. Freddy versucht das Ganze hier zu klären. Nico gewinnt das Kopfballduell nach außen. Und dann ja, landet der Ball bei Blero, der das richtig gut über Phil hinten löst. Und wir kloppen den Ball das erste Mal raus. Und ja, Freunde, ihr seht's. Vorne rechts im Sturm bin ich und ich lauere die ganze Zeit auf diese Rückpässe. Hier kann der Torwart gut klären. Ich habe ihn gestört, aber der Ball ist direkt wieder in unseren Reihen. Wir waren direkt da, wir haben gut gepresst. Sieht man auch hier. Ich habe jetzt hier einen Fehlpass, will den Ball auf Mikey klatschen lassen. Aber guck mal bitte, wie wir hinterher auf dem Weg sind, den Ball zurück zu erobern. Und jetzt auch, wir gehen vorne drauf und Mikey zieht jetzt hier das Foul. Also wir waren physisch in den Zweikämpfen komplett da. Das war echt richtig gut. Fünfte Minute, Freddy macht jetzt hier den Spielaufbau, spielt den Ball lang und für mich zu lang, um ins Kopfball zu gehen, aber Nils erkennt das und geht die Linie lang, richtig gut. Und ja, mit seinem Speed haben wir da auf jeden Fall richtig viele Vorteile gehabt. Marco will jetzt hier das erste Mal in die Mitte ziehen, bleibt hängen und nimmt sich jetzt hier den Schuss. Der wird zum Glück für ASC abgefälscht und ist kein Problem für den Torwart. Neunte Minute, hier presst Freddy gut nach vorne und dann ist es hier jetzt gleich ein missglückter Rückpass, den ich gut ausnutze. Ich sehe das und es steht 1-0, Freunde. Mega, mega wichtig. Jetzt kann man natürlich sagen, den musst du halten, finde ich auch. Torwart ist ein bisschen in der Rückwärtsbewegung, was natürlich schwieriger für ihn war. Aber den Ball musst du eigentlich halten. Trotzdem, 90 Minute 1-0 für uns. Ihr seht es jetzt hier, auf jeden Fall Erleichterung. Und ASC stößt in der 10. Minute jetzt wieder an. Also richtig, richtig gut für uns. ASC hat sich das aber gar nicht so krass anmerken lassen. Daran merkst du das Selbstbewusstsein, was ASC durch die Liga hat. Die stehen auf dem 2. Platz. Und ja, wir, muss ich sagen, haben es aber auch echt gut gemacht, sind gut wieder ins Spiel reingekommen. Und ja, hier haben wir gut verteidigt. Eddie klärt den Ball jetzt nach vorne. Marco jetzt hier mit einer guten Aktion, macht es hier richtig stark. Und ja, will jetzt hier das nächste Mal schießen. Und der Torwart erkennt das aber, der Ball wäre, glaube ich, trotzdem reingegangen. 19. Minute, vielleicht kennt ihr es noch aus der Liga. ASC hat einen richtig guten Freistoßschützen. Das ist auf jeden Fall ein krasser Freistoß. Phil macht auf jeden Fall so nach dem Motto, der geht locker nicht rein. Und dann geht er an Pfosten. Und ja, wie geil erobert Marco hier den Ball zurück, kann mir hier durchstecken, entscheidet sich aber dagegen und dann spielt ihr jetzt über Mikey und jetzt, Freunde, könnt ihr einfach mal sehen, wie gut auch wir den Ball laufen lassen. Mikey richtig selbstbewusst geht hier ins Dribbling, spielt dann über Nils. Nils nimmt erstmal ein bisschen Tempo raus, spielt ja jetzt wieder auf Mikey. Mikey komplett selbstbewusst. Wir haben alle ein gutes Dribbling da im Zentrum und das zeigen wir hier auf jeden Fall. Richtig stark, spielt auf mich, ich lasse nochmal klatschen und dann zieht Mikey in den Freistoß. Also sehr, sehr stark hier die ersten 20 Minuten und ja, auch der Freischuss zeigt, dass
Mikey eigentlich gar keine Freischüsse schießen kann. Nein, der ist echt gut, aber der ist ihm natürlich komplett abgerutscht. Und ASC kommt hier in der 24. Minute nach vorne über die linke Seite, suchen hier so ein bisschen die Lücke, spielen um den 16er rum. Dann ist es eine Flanke und am zweiten Pfosten wird durchgestartet und da haben wir Glück, dass der ans Außennetz geht. Richtig gut, 33. Minute, schon eine halbe Stunde rum und ASC bekommt jetzt hier die Ecke, die wird zuerst gut geklärt von uns, bekommt Marco den Ball, sieht, dass ich durchstarte und dann geht die Post ab, Freunde. Wir sind im 3 gegen 2, ich entscheide mich jetzt schon rauszuspielen, weil Eddie enorm viel Tempo auf Außen hat. Ich starte wieder in die Mitte, um den Ball entgegennehmen zu können und ja, dann wird richtig gut geklärt und es gibt Eckball. Also der wäre auf jeden Fall aufs Tor gekommen, aber macht er auch richtig stark, der Verteidiger. Und 2 Minuten später kommen wir zur nächsten Szene, wo Blero den Ball nach vorne spielt. Ich kann ihn sehr gut festmachen und bin direkt wieder durch über die Außen. Und jetzt sehe ich am zweiten Pfosten, dass Ada winkt und ich versuche den Ball auf den zweiten Pfosten zu bringen. Aber war natürlich super schwierig, hätte ich eigentlich ein bisschen höher spielen müssen. Und somit ist er nicht angekommen. Aber trotzdem wieder gute Aktion. Wir waren offensiv komplett da. ASC aber auch, das seht ihr jetzt hier. ASC kommt nach vorne, spielt jetzt hier, macht den Ball fest. Über den Stürmer von denen legen den Ball ab. Und dann ist Phil aber da. Der Schuss nicht platziert genug. Aber wir mussten jede Sekunde echt vorsichtig sein, weil ASC brutale offensive Qualitäten hat. Nico spielt hier den Ball auf mich. Ich lasse auf Ada klatschen. Ada raus auf Marco. Und jetzt spielt Marco den Ball lang und ich bin durch. Der Schiedsrichter entscheidet aber auf Abseits und wir schauen nochmal drauf. Das hat der Schiri auf jeden Fall richtig gesehen. Da bin ich so einen halben Meter, Meter im Abseits. Muss ich auf jeden Fall besser drauf achten, weil selbst wenn ich einen halben Meter zurück starte, ja, bin ich trotzdem durch, meiner Meinung nach. Und somit ist die erste Halbzeit rum und wir gehen wie im Ligaspiel mit einer 1:0 Führung in die Pause. Bei einem Gegner wie ASC heißt das gar nichts, weil die brutal gut sind und ja, für die auf jeden Fall das Spiel gar nicht gelaufen war. Das hast du in jedem Zweikampf gemerkt, die wollten und deswegen mussten wir ja in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen und wie das ausgegangen ist, schauen wir uns jetzt an, ab in die zweite Halbzeit. Genauso sieht's aus, 46. Minute, Kasa stößt an auf Nico und wir haben direkt einen sehr, sehr guten Start. Nico spielt einen super Diago hier raus auf Eddie. Wir sind direkt im Angriffsdrittel, so wie wir es haben wollen und Eddie zieht jetzt hier in die Mitte auf Marco. Marco spielt so einen halben Chipper nach vorne und dann hat ASC den Ball, aber wir haben direkt nach dem Anschluss nach vorne gekommen. Eddie erobert hier den Ball zurück, also auch hier im zweiten Durchgang richtig gut reingekommen. Hier ein Steckball vom Außenverteidiger und Cerro ist hier leider noch am Ball dran, deswegen gibt es Eckball. Bisschen verunglückt, aber ja, die Ecke ist nicht komplett drauf, fragt mich nicht wieso. Auf jeden Fall kommt der Ball jetzt hier in die Mitte. Phil hält den Ball zuerst und dann im Nachstochern ist der Ball aber drin und ASC hat seinen Ausgleich, den die ganze Zeit haben wollten. Sehr, sehr ärgerlich. Schwer für Phil zu klären, aus so kurzer Distanz der Schuss, aber ja, jetzt ist er drin, 1:1 steht's und ja, guckt euch dieses Tackling von Eddie an, sehr, sehr stark. Geiler Pass hier auf Ada und Ada sieht, dass ich auf dem zweiten Pfosten stehe. Ich könnte direkt abschließen, entscheide mich aber nochmal in die Mitte zu ziehen. Und dann dachte ich, es ist Handspiel, aber der Gegenspieler klärt ihn mit der Brust hier. Ich könnte direkt abspielen oder abschließen und dann ist es aber geblockt. Da kann man natürlich jetzt drüber streiten und sagen, schließ direkt ab. Aber ich sage, wenn ich den direkt abschließe und drüber schieße, dann sagen alle, ey, nimm dir doch mehr Zeit. Das ist immer so als Stürmer. Ich habe mich jetzt so entschieden, mir die Zeit zu nehmen im Strafraum. Ja, noch ein, zwei Kontakte mehr zu machen. Ja, was am Ende die bessere Entscheidung gewesen wäre, weiß wahrscheinlich keiner. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es gemacht hättet, ob ihr direkt abgeschlossen hättet oder was euer Plan gewesen wäre. ASC kommt jetzt hier nach vorne, Chipball auf die linke Seite. Und ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr dribbelstark. Der Spieler tankt sich hier durch, macht da sehr stark. Eddie setzt aber nach, der Spieler ist durch und Eddie klärt den Ball hier aber zur Ecke. Das macht Eddie richtig, richtig stark. Gleicher Eckball, kommt nach vorne, wir klären den Ball erstmal und ja, kommt zwar hier in die Mitte, wird dann aber geklärt und jetzt habe ich den Ball, lege ihn mir in die Mitte und jetzt geht's wieder Postwenden nach vorne. Ich lege mir den Ball am ersten vorbei und spiele dann auf Ada nach außen, orientiere mich jetzt so ein bisschen auf den zweiten Pfosten, Ada zieht in die Mitte und sucht jetzt Marco und ja, jetzt sucht Marco gleich mich, zieht aber erstmal nach außen und dann spielen, finde ich, bringen wir erstmal Ruhe rein, dass die anderen nachrücken können. Und ja, Marco spielt jetzt hier auf Eddie. Eddie zieht in die Mitte und es gibt nicht so richtig viel Option. Eddie erkennt das aber gut, spielt wieder raus auf Marco und jetzt achtet auf mich. Ich erkenne, dass der Raum frei wird, starte in den Raum rein. Marco sieht das auch brutal gut und dann versuche ich wieder auf Marco zurückzulegen. Und ich glaube, in die Mitte zu spielen wäre die bessere Option gewesen.
Ein paar Minuten später kommt der Konter von ASC nach einer Ecke von uns. Die kommen hier über die linke Seite nach vorne und suchen jetzt den Abschluss. Schuss ist nicht schlecht, aber zu zentral und Phil ist auf jeden Fall da. 68. Minute, gut hier festgemacht. Mikey bringt den Ball nach vorne. Sieht erstmal nicht so vielversprechend aus. Ich bekomme den Ball, aber mache ihn hier fest. Nico startet richtig gut durch, super Laufweg von ihm. Und jetzt denkt man, der Ball wurde zur Ecke geklärt. Nico war aber irgendwie noch am Ball dran, hat auch nichts reklamiert. Deswegen denke ich mal, dass der Schiedsrichter das sehr, sehr gut gesehen hat. Nico wechselt, wird jetzt ausgewechselt, war Captain, gibt mir jetzt hier die Binde. 73. Minute. Freddy, Einwurf auf mich. Ich leite das Ganze weiter auf Nils. Wir sind wieder durch. Nils sieht auf dem zweiten Pfosten Ader und der Ball ist drin. Wir führen 2:1. Richtig geil. Guckt euch diese Szene an. Brutal. Richtig, richtig geile Aufnahme hier nach dem Tor, der Jubel. Trainer mit auf dem Platz. Alle sind ausgerastet. Richtig, richtig krass. Ich hatte keine Power mehr. Ich bin ehrlich. Ich bin einfach nur noch so hingelaufen. Und ja, war richtig heftig, bin ich ehrlich. Hier 2:1 in Führung zu gehen, ich hatte ein Bombengefühl, ehrlich gesagt. Und ja, deswegen starten wir jetzt 77. Minute. Und hier der Steckball von ASC, die sich wieder von diesem Gegentor irgendwie nicht so richtig beeindrucken haben lassen, kann man das so sagen. Und ja, deswegen, das war echt deren Stärke, hier nie aufzugeben. Abed, der für mich mittlerweile eingewechselt wurde, macht es hier stark, wird gefoult, das wird nicht gepfiffen. Fand ich komisch, aber Jamal, richtig gute Aktion, tankt sich hier durch über die rechte Seite und zieht jetzt gleich in die Mitte auf Marco und Marco legt nach hinten und es ist einfach keiner mehr da. Also muss sagen, das Tempo, was wir gefahren haben, hat echt dann auch Körner gekostet und wir waren alle sehr, sehr platt. Und jetzt in der 86. Minute ist ASC hier vorne und zieht irgendwie, wie auch immer, einen Freistoß und ihr kennt den Freistoßschützen von ASC. Er bringt den Ball hier aufs Tor. Und Phil kann den Ball leider nicht halten. Er war scharf geschossen, über die Mauer, dippt am Ende runter. So bitter und dann steht es einfach 2:2. Wir springen 3 Minuten später in die 90. Minute. Ball wird reingebracht, dann erst geklärt. Jetzt nimmt Nils sich den Abschluss, bringt den Ball in die Mitte und dann steht da sein Innenverteidiger Cerro und macht den Ball rein. Es steht 3:2. Ich konnte gar nicht mehr jubeln, ich konnte gar nicht mehr auf den Platz rennen. Ich stand irgendwo an der Trainerbank und Junge, wie geil macht Cerro das? Was für geile Aufnahmen sind das? So krass, komplett Wattenscheid ist eskaliert, ist ausgerastet. Guckt euch diese Aufnahmen an, richtig, richtig geil. Alle Auswechselspieler rennen auch dahin. Und jetzt in der 91. Minute denkt man, das Spiel ist vorbei und ASC kommt aber nochmal nach vorne. Hier über die linke Seite verlagern sie es jetzt und kommen jetzt hier in die Mitte. Und jetzt guckt euch diese Szene an, da kann man drüber streiten. Der Schiedsrichter gibt aber nochmal Freistoß. Freunde, bei diesem Freistoßschützen von ASC gibt es nochmal Freistoß. Im Spiel hätte ich gesagt, niemals faul. Hier in den Aufnahmen kann ich den Schiedsrichter auch ein bisschen verstehen. Ist schon ein harter Einsatz und dann gibt es den Freistoß von ASC. 92. Minute und ihr glaubt gar nicht, wie erleichternd das war, als ich gesehen habe, dass dieser Ball drüber gegangen ist. Und in der 97. Minute pfeift der Schiedsrichter ab. Freunde, und wir gewinnen dieses Spiel gegen ASC. Richtig, richtig geil. Und was dann nach dem Spiel abgegangen ist, will ich gar nicht viel vorwegnehmen. Schaut es euch einfach an. Diese Aufnahmen in der 5. Liga sind auf jeden Fall Ausnahme. Ich sage, das gibt es nicht oft in Deutschland. Ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Vielen Dank an jeden Fan, der da war und uns unterstützt hat. Es war einfach nur krass. Ändert aber nichts daran, Freunde, dass es in der Liga immer noch nicht rosig läuft. Wir haben ein brutal wichtiges Spiel am Sonntag gegen Lotte, diesen Erster. Ich sage euch, wenn wir diese Leistung nochmal abrufen können, wird es auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Das müssen wir aber erstmal schaffen. Deswegen, wir sind eine Runde weiter. Wir haben gefeiert. Jetzt muss der Fokus aber wieder auf Sonntag liegen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Hab mich gefreut, dieses Spiel für euch zu kommentieren. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Bleibt bis dahin sportlich und gesund. Haut rein. Ciao, ciao.